Herzlich willkommen zur zweiten Let's Play Adventure Map. Heute mit der Name habe ich schon wieder vergessen. Na ja, da, Tropical Paradise. Ja. Sieht schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr schnieke aus. So, die Schwierigkeitsstufe stellt sich automatisch ein, der Spawnpunkt setzt sich auch automatisch. Am Anfang musst du die Bücher und Schilder lesen, danach bekommst du fast alles im Chat eingeblendet. Gut, Spielanweisung, Spiel im Adventure-Modus. Das Level-System dient auch als Rangsystem. Beta-Tester-Rekord Level 164. Es gibt kleine und einfache Villager-Shops. Zerschmeiß auch die Erfahrungsfläschchen. Okay. Das machen wir. Ich möchte erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Warum habe ich die Sounds nicht an? Ach ja, ich habe ja die Sounds ausgestellt. Das ist ja sehr vorteilhaft. Dann mache ich die mal kurz an. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und die Sounds sind voll zu laut. Das geht ja mal gar nicht. Musik und Geräusche. Da, Gesamtlautstärke. So. Und ein Ressourcenpack können wir nehmen. Was nehmen wir denn? Ach komm, wir nehmen mal Specs. Haben wir lange nicht mehr genommen. Mal kurz warten, bis der Specs geladen hat. So. Ja. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Oh mein Gott, warum ruckelt es gerade? Sonst habe ich immer konstant 30 FPS, okay. Tor der Abenteuer. Geh hindurch und erlebe ein Riesenabenteuer. Okay, okay, und los. Oh mein Gott, wo bin ich? Alter, meine Leben, Hilfe. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Da habe ich eben gerade was gesehen. Oh mein Gott, was ist das? Okay, wo sind wir hier gerade? Okay, also alles ist schon mal schwarz. Gut zu wissen. Okay, und hier irgendwo war was Rotes, da kommt es wieder. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier nicht lang, sondern da vorne irgendwo. Ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Oder was das sein soll für ein Gebilde. Mein Gott, was müssen wir hier machen? Achso. Hallo? Ach, was will ich jetzt verarschen? So, erste Hürde ist schon mal... Ah, geht doch. Hä, was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich im Level. So, drücke E. Oh mein Gott, ich habe meinen ersten Erfolg errungen. So, Reisetagebuch. Anweisung 1, Schwert und gebratener Fisch. So, legen wir uns das mal hier zurecht. Ja, ich habe immer noch meinen schönen Panda-Skin. So, Anweisung 1. Spieler, bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich mir wohl den Kopf angestoßen und bin ohnmächtig geworden. Am besten, ich rede mal mit dem Captain oben im Steuerraum. Okay. Und Reisetagebuch. Tag 1. Die See ist ruhig und das Wetter wunderbar. Der Kapitän sagt, dass unsere Reise nur 2 Wochen dauern würde. Tag 2. Die Mannschaft feiert heute und die Stimmung ist sehr gut. Tag 3. Ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4. Das Unwetter hat uns eingeholt. Die Wellen sind haushoch. Tag 5. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, und hier ist wahrscheinlich unsere Kajüte. Steuerraum. Frachtdeck. Okay, wir sollen erstmal zum Steuerraum gehen. Erstmal Tür schließen. Okay. Das sieht immer so aus, als würde es ruckeln, aber irgendwie ruckelt es nicht, weil Fraps zeigt mir ja an, dass ich konstant 40 FPS habe. Das ist irgendwie sehr komisch. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Ja, okay.
Hier ist der Captain irgendwo. Oh mein Gott, die Map lädt gerade. Logbuch und Anweisung 2. Erstmal hier Logbuch. Ne, Anweisung 2. Der Kapitän hat wohl in der Eile vergessen, den Motor auszuschalten. Wir brauchen den Treibstoff noch, um von hier wieder wegzukommen. Ich gehe in den Maschinenraum und schalte den Motor ab. Und Logbuch. Ah, was habe ich gemacht? Tag 1, keine Vorkommnisse. Tag 2, keine Vorkommnisse. Tag 3, ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4, das Funkgerät und die Navigation sind ausgefallen. Das Unwetter hat uns eingeholt. Tag 5, wir sind auf ein Riff aufgelaufen und haben Leck geschlagen. Die Mannschaft und ich gehen auf die Insel, um Material zu besorgen. Oh mein Gott, hier ist das Steuerrad. Okay. Was ist jetzt passiert? Ah, das ist der Sound für den Maschinenraum wahrscheinlich. Das wird immer lauter. Tanks und Maschinenraum. Oh mein Gott, Erfahrungsfläche. Rot ausschalten. Huh. Anweisung 3. Warte, hier können wir mal die ganzen Anweisungen reinlegen, die wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Die Maschine ist nun erstmal abgeschaltet. Ich gehe auf die Insel, um der Mannschaft zu helfen. Okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Was ist das? Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir müssen jetzt erstmal die Mannschaft auf der Insel suchen. Und das hat höchste Priorität. Oh, wo geht es hier runter? Vom Schiff. Okay. Wir müssen springen. Ah, okay, auf das Riff sind die aufgelaufen. Okay, ja, niedliches Schiff. Mann, haben die kein Beiboot? Ich muss hier auch noch schwimmen. Verarsche. So, ich hoffe mal, der nimmt das jetzt auch alles richtig auf. So, jetzt sind wir auf der Insel. Und auf einmal habe ich nur noch 20 FPS, Alter, was... Manu, was geht hier denn heute ab? Ich fühle mich verarscht. Okay, oh nein, es hat wohl einen Kurzschluss gegeben. Wie sollen wir jetzt nur von dieser Insel kommen? Ich durchsuche am besten diese Hütte. Oh, roher Fisch. Und gebratener Fisch. Und eine Angel. Oh nein, es hat wohl einen Kurzschluss gegeben. Wie sollen wir jetzt nur von dieser Insel kommen? Ich durchsuche am besten diese Hütte. Achso, Erfahrungstrinken sollen wir schmeißen. So, alles hier mitnehmen. Oh nein, es hat wohl einen... Okay. Vorsicht, wilde Tiere, bleib auf dem Weg. Okay. Den Sprung habe ich nicht geschafft. Ich kann auch nur auf dem Weg bleiben. Oh mein Gott, es ist Nacht geworden auf einmal. Grusel. Grusel. Wir sollen ja eigentlich auf dem Weg bleiben, ne? Gut, wir bleiben auf dem Weg. Wir sind mal nett. Eingeborenendorf. Fischerdorf. Fragezeichen, Fragezeichen. Was ist hier nur geschehen? Alle Dorfbewohner sind tot. Ich muss vorsichtig sein. Oh mein Gott, hier ist ein Skelett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow.
Das war knapp. Wasser, Wasser, Roshühnchen, Feder, Feder. Mein Gott, überall sind Totenköpfe. Überall sind tote Leute. Was ist hier bloß geschehen? Ah, Kacke. Das ist wohl ein komischer Spawner. Ja, wollen mich verarschen hier eigentlich? Ich bin gleich tot. Mann. Ey, voll unfair. Nein, nicht Anweisungen lesen. Erstmal ein Fisch essen hier. Gott. Okay, ich renne weg. Alle Dorfbewohner sind tot. Was ist hier bloß passiert? Oh mein Gott. Okay, ich muss anscheinend hier langlaufen. Abwärts. Ganz viel Sand bekommen. Oh mein Gott. Warum ist meine Sichtweite nur so kurz eingestellt? Soll das so sein oder? Okay, ich lasse es jetzt einfach mal so. Etagen. U1 Fahrzeuge, U2 Arbeiter, U3 Versorgung. Oh, der Fahrstuhl war wohl kaputt. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Das muss eine unterirdische Basis sein. Ich muss hier wieder rauskommen. Treppenhaus. Zu. Gefängnis. Türöffner. Muss ich ins Gefängnis? Ich hoffe mal nicht. Kraftwerk. Es muss ein Kraftwerk sein. Ich schalte es an, um in dieser Anlage weiterhin Licht zu haben. Okay. Generator starten. Licht. Licht. Mein Gott, Lava. Was passiert hier? Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Den Flur entlang. Okay, ganz viel Lava. Sieht echt gut aus hier. Ne? Muss ich mal so anmerken. Lagerraum. Also rein. Erstmal Licht an hier. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Vielleicht soll ich mal meine Rüstung anziehen, die ich bekommen habe. Wäre vielleicht ganz schlau. Ja, yeah, Leitern springe. Okay, das ist anscheinend das erste Jump in One. Das ist ja noch easy, hoffentlich. Okay. Okay. Das geht ja noch. Nein. So. Einfach Shift gedrückt halten. Und dann geht das schon. Das war knapp. Okay, Erfahrungsfläschchen. Komm, hier. Uah, haha.